Einen wunderschönen guten Morgen hier bei den Domanis. Heute nehme ich mal ein bisschen den Alltag von mir mit, was ich so auch mal, nicht nur werkstatttechnisch was mache, auch sowas mache. So, hier habe ich gestern mal schnell mal so einen Golf gekauft vom Kunden. Auch keine Ahnung, war sehr günstig, kein TÜV das Ding. Ach, kein Plan. Gucken wir uns mal an, ne? Ein paar Sachen müssen gemacht werden, TÜV machen. Oh, wie, hat er schwarzen Dach im Bild? Alter Schwede, Alter, Alcantara oder was? Naja, egal, also ich gehe zum Haare schneiden, muss auf jeden Fall. Du machst die A-Klasse, die Karre kann raus, park die Karre nach hinten. Ja, okay. Markier den Schlüssel bitte, ja, dass wir den Schlüssel nicht verlieren. Jan hat eine Aufgabe, was er da hinten macht. Ich gehe natürlich einmal Haare schneiden und dann sehen wir uns weiter, ein paar Teile holen und. Dann sehen wir uns gleich. So, bin gleich in Rotenburg drin. Die Jungs müssen natürlich bearbeiten. Als Chef kann ich mir das auch mal leisten, dass ich mal zum Friseur gehen darf. Ja, morgens ist immer ein bisschen voll hier im Rotenburg, weil alle hier durchfahren. Sonst ist immer tote Hose hier. So, liebe Freunde, ich probiere mal einen neuen Friseur. Und zwar, Jan geht immer zum neuen Friseur und er hat gesagt, ja, wenn wir da, wie die, Papa, die kennen dich alle, die freuen dich, wenn du dich mal besuchst. Und die sollen eigentlich relativ gut Haare schneiden können. Ich habe ja auch den einen, wo ich auch immer hingehe. Ja, ich probiere den mal. Warum nicht? Weil dann habe ich nämlich zwei Optionen. Falls er nicht da ist, kann ich mal zu dem anderen gehen. Und ja, preisig sollen die auch beide gleich sein. Das passt dann schon ganz gut. So, dann bin ich mal wohl gleich da. Guck mal, wie die Jungs drauf sind, was das für Jungs sind, wie die Haare schneiden. Kein Plan. Sehen heute mal ein bisschen Styly-Tag. Was ist Styly? Komm kurz Haare schneiden. Mach das mal hier für uns fertig. Ja, der Laden ist groß. Ist, glaube ich, neu eröffnet worden. Der Kollege zeigt mir, wie lange er schon hier ist. Ja, wenn es gut schneidet, warum nicht? Hat man auch noch ein paar andere Optionen, wo wir hingehen können. Das ist doch mal schön, oder? Wall Street, lately I've been seeing red. Tick tock, time is falling. Silence, do roll, mileage. Take off, pilot. Ready for blast off, get ready for blast off. Take off, pilot. Go, go, go. Take off, pilot. Get out the box, follow, get out your word. What you heard? You lit on the first, but you're dead by the third. Getting burned. Off of the dollar, might run out of gas now. You gone. Way back in school, you were known as the class clown. You're wrong. Why you tryna pull it back now? Why you tryna move fast now? You ain't even all that now. I can hear it in your raps now. Posted proper politicking. Getting back to bigger business. I got cheese, let it spinach. I've been running up the digits. Still live simply. 990s on my feet. Who's that? What's that? Who's he? Neighborhood on the scene. Neighborhood on the scene. Yo. For Wall Street, lately I've been seeing red. Tick tock, time is falling. Silence, do roll, mileage. Take off, pilot. Ready for blast off, get ready for blast off. Take off, pilot. Go, go, go. Take off, pilot. Get out the box, follow, get out your word. What you heard? You lit on the first, but you're dead by the third. Getting burned. Off of the dollar, might run out of gas now. You gone.
Way back in school, you were known as the class clown. You're wrong. Why you trying to pull it back now? Why you trying to move fast now? You ain't even all that now. I can hear it in your raps now. Posted proper politicking. Getting back to bigger business. I got cheese, let it spinach. I've been running up the digits. Still live simply. 990s on my feet. Who's that? What's that? Who's he? Neighborhood on the scene. Neighborhood on the scene. Yeah. Tick tock, time is falling. Silence. Do roll. Ich nenne sie richtig der Fächer aus Massage, war wieder richtig gut. Ja, vielen Dank für dein Herz, war wirklich ein tolles Ding hier. Ich denke mal, die nächsten Male bin ich auch wieder hier. Welcher war Elner Zahle? Wo kann man dich hier finden? Rothenburg? Hä? Wo bist du hier? Rothenburg? Welche Straße bist du? Rothenburg, Maulstraße 14. Tamam, alte Freunde, wer kommt hier zu? Welcher, ein cooler Laden, muss man sagen. Läuft sehr gut. Welcher, küsst dein Herz, Bruder, bis zum nächsten Mal. Cooler Friseurbesuch, finde ich gut. War wirklich nett mit den Jungs. Er hat mir ja richtig gegeben, mir Service vom Feinsten und das für 35 Euro. Alles unglaublich, ne? Wirklich, toller Laden, muss ich sagen. Dann sage ich mal, weiter geht's hier zu Arba. Freunde, mir geht's richtig, richtig gut, wie neugeboren. Richtig schön gemacht, der Junge, mit seinem Gerät, mit seinen Massagen. Also, habe ich noch nicht mal in der Türkei so bekommen. Klar, Massagen gibt's aber mit seinem Gerät da. Ja, man fühlt sich wirklich gut, muss man jetzt sagen. Klar, einmal die Woche zum Friseur ist und natürlich viel Geld, aber ich tue mir was Gutes, da spare ich wieder woanders ein, habe andere Hobbys, aber Friseurbesuch, man fühlt sich wirklich anders. Kann ich nur jedem empfehlen, ein bisschen Haare schneiden, ein bisschen fresh machen, das ist so richtig gut. Wetter ist gut, Sonne scheint. Ja, was willst du mehr? Ne? Fahr hier mit meinem geilen Golfi durch die Gegend. Und ja, hier MT-Cars könnt ihr auch mal ein bisschen supporten. Auf meinen Online-Shop könnt ihr auch mal rüber gucken. Freue ich mich natürlich ein bisschen supporten. Auch meine Pullis, die ich anhabe, ziehe ich auch privat natürlich an. Ne? So, liebe Freunde, dann geht's in die Firma, gucken, was die Jungs gemacht haben. Und dann zeige ich euch mal ein bisschen meinen Alltag hier. Und das gehört natürlich dazu, einmal die Woche zum Friseur gehen. Und bin von dem neuen Friseur, ist von Jan. Hat er mir empfohlen gehabt und die Jungs kennen meine Videos, gucken auch meine Videos. Klar gab es vielleicht mal eine Sonderbehandlung hier als VIP ein bisschen, aber alles gut. Ganz tolle Jungs, super. Dann ab zur Firma. Halt. Ja, macht Spaß mit der Anlage, freue ich mich auf jeden Fall. Deine Anlage kommt schon rein.
schenk den Arsch zu dem Beat, denn es sah du die Lieb. Also das Bär auf dem Kiez, das ist wie im Paradies. Biggie, ich bin wie Arik Lieb. Sie nennt mich Bubi G, hören hin mit Mike Stream. Schenk den Arsch zu dem Beat, denn es sah du die Lieb. Also das Bär auf dem Kiez, das ist wie im Paradies. Hier gibt's alles, ich will hier nicht mehr weg. Sag die Dosen, all die Kurzen und Wodka mit Effekt. Fans wollen ein Foto. Ja, ich höre gerne ein bisschen Musik im Auto, ne?